Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Battletech. MechWarrior 5 Mercenaries. Wir sollen mit Fahad sprechen. Und dann geht's los. Ich habe schon mal probiert, irgendwie Koop zu spielen, aber das geht anscheinend irgendwie noch nicht. Also ich versuche hier den Party einzuladen, aber da steht immer, er wäre im Einzelspielerspiel, obwohl er im Menü ist. Also, kann es sein, dass wir erst noch einen Piloten brauchen oder im Spiel ist oder so, weil ich kann keine zwei Mechs aussuchen. Also. Hey, Boss, mate. That was quite the haul you brought back. Gonna make the repairs a bit easier now. But don't go getting stars in your eyes or nothing. I'm overworked as it is. And this shit means a lot of loving, eh? So your Centurion is still gonna take plenty of time to fix. But yeah, like I said, nice job out there. Your old man will be proud. Now if there's nothing else, gonna get back at it. Alright, lot of work to do. Story of my life. Ich glaube, es ist in Australien soll das sein. So, okay. Wir können die Mechs einfärben. Ich würde auch sagen, wir warten noch ein bisschen. Obwohl, der ist schon ein bisschen... Ich wollte ja eigentlich auf die Farbe gehen, auf die wir getroffen sind. Ich wollte halt nach meinem Logo gehen. Die sind jetzt nicht... Das ist jetzt nicht großartig irgendwie... guck mal, Kurita. Aber... Achso, das ist das Farbending ins Moments. Achso, das Speck... Ah, guck mal. Das ist ja interessant. Warte mal. Also ich will nicht nach irgendeinem komischen Tarnanstrich gehen. Kann man natürlich machen. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Wir nehmen... Ich meine, ich will da nicht... Hier. Das ist ein Ziel. Komm, wir probieren mal aus, wie das aussieht hier. Ein bisschen heller. Nicht zu rot. Ich dachte, natürlich kann man einfach schwarz gehen. Aber schwarz ist eigentlich nur schwarz. Eigentlich auch blöd. Kann natürlich weiß gehen. Sondern kann man ein bisschen metallisch gehen. Oder ein bisschen... So. Und das Rote könnte man ein bisschen verdunkeln. Das geht leider nicht so ganz. Dann das Weiße. Guck mal, wie das so aussieht. Ist vielleicht zu einseitig. Ich dachte eher an so ein Braun. Ich hatte eben schon mal ein bisschen rumgespielt, deswegen weiß ich schon, was ich drücken muss. Ist das hier Braun? Oder ist das eher... Guck mal, die Farbe ist noch ein bisschen... Die stimmen beide nicht übereinander. Hier, die und die hier. Ja, das sind verschiedene... verschiedene Farben. Muss man echt gucken. Ich glaube, da müssen wir eher zu Rot gehen. Ich dachte eher an Rot-Braun, ja? Aber diese Striche sind das Schwarze, ja? Vielleicht machen wir die ja eher braun. Und die hier schwarz. Die braun. Also ich mag braun eigentlich, so als Farbgebung. Es könnte auch was anderes sein. Wir können es auch heller machen. Könnten es auch weiß machen. Oder wir machen es irgendwie blau. Also zwei Farben, die eigentlich überhaupt nicht miteinander spielen. Also das kann man halt auch machen. Das hat schon was. Stars and Stripes so ein bisschen. Oder gelb. Ich finde gelb auch natürlich ziemlich cool. Frage, wie man gelb so hinkriegt. Sieht schon ziemlich pervers aus, ne? Sollte man natürlich eher ein bisschen ausbleichen. Ich bleib aber jetzt erstmal bei... Oh, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und wenn wir jetzt einen anderen Farbgebung nehmen... Oh, Alter, guck mal! Alter, das sieht pervers aus. Das sieht krank aus. So ein bisschen nach Orks hier. Alter, das ist ja gestört. Da kennt man noch nichts. Gut, das sind aber richtige Farben halt. Ach, da sind Drachen drauf. Und das hier ist Kreuzritter. Kreuzritter! Applejack. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber vielleicht bleiben wir jetzt mal bei dem hier. Das ist eigentlich orange. Ich will kein Orange. Wir bleiben bei Rot-Gelb, würde ich sagen. Dann machen wir das Schwarze nochmal ein bisschen heller. Das Gelbe waschen wir auch mal ein bisschen aus. Das Rote ist... Okay. Vielleicht doch ein bisschen zu wenig Gelb. Das ist schon wieder fast grün. Ich bin gleich soweit. Anwenden. Der Centurion geht noch nicht. So, jetzt haben wir das erstmal. So. Jetzt auf zur Mission. Ich habe eben mal getestet. Guck mal. Hat schon was. Also, ich finde es cool. Rot, Gelb. Rot-Schwarz ist halt so... Sieht sehr cool aus, aber ist auch sehr Mainstream.
good work with those raiders, Commander. While you were planetside, I got word from Spears about the plan he's put in place for us. Take a listen. Rihanna, Commander, good news. I think I can get you safely past the blockade with the aid of a local mining company. To make everything work, I'm gonna have to find you guys a recycled mercenary identification number. A new identity, essentially. Nick's Cavaliers, for all intents and purposes, no longer exists. I'll match that number to a new name of your choosing once the time comes. So, think about what you want to call yourselves. While I arrange that, you're gonna have to do a little work for the mining company in exchange for their cooperation. Things go well, they've agreed to hire you to transport some precious cargo out of the system, aboard an inbound jump ship. Using the new mercenary ID and with a legitimate contract in hand, you should have no problem slipping through the blockade. I've attached the particulars to this message. I'll be in touch once you've completed the mission. Good luck. Roger that. I already reviewed the information Spears sent. The mission is a straight-up protect and defend op. Seems these raiders have been harassing the mining company, among others. Stealing from them, extorting them, killing innocent civilians when their demands weren't met. I've uploaded the pertinent details into the mission briefing, so I won't repeat them here. You're good to launch any time, Commander. Yeah. Roger that. I'll see you on the other side. Roger that. Ist das nicht auch eine Pilotin? Battlemax, guck mal, von hier aus können wir auch zugreifen. Sind noch beide kaputt? Oh, ich habe noch gar nicht reparieren gedrückt. Hahaha! Ich dachte, der Stand, der hätte das getan. Von wegen. Hier, 12 Tage warten. Was, auf was denn? Auf beide? Belohnung beanspruchen. Blitzeinbruch. Das habe ich doch gemacht. Belohnung beansprucht. Warten. Umrüsten? Achso, die Farbe. Komm, wir warten auch mal auf den Centurion, würde ich sagen. Okay. Battlemax. Okay, da ist er. Komm, dann müssen wir auch mal ganz kurz. Ganz schnell, ganz schnell. Zack. Oh, das ist gar nicht okay. So, und dann... Oh, Alter, wie der aussieht. Eigentlich muss man irgendwie zu schwarz gehen und schwarz heller machen, aber... Und das ist die sekundäre Farbe und Terizer. Schade, dass die Farbe... Ach, da sind die. Guck mal hier, die kann ich auch kopieren wahrscheinlich. Egal, wir gehen jetzt mal so rein. Ich wollte ganz schnell machen. Das geht jetzt sowieso wahrscheinlich. Doch, geht. Ausstattung. Das können wir jetzt auch noch nicht machen. Wir bleiben bei der Ausstattung. Der ist eigentlich ganz fit. Und los geht's. Unmittelbare Bedrohung annehmen. So, wir nehmen Schrottseile oder wir können auch Schadensabdeckung. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wir machen vielleicht erstmal Kohle. Ja? Oder wir gehen auf Bauteile. Gehen wir auf Bauteile. Können wir auch verkaufen, glaube ich. So, wir nehmen mit den Centurion. Ich könnte auch jetzt den auswählen, aber es ist kein Pilot da. Ich glaube, Freunde müssen dann, glaube ich, den Piloten übernehmen. Und da wir keinen haben, ist wahrscheinlich noch nicht möglich. Und los geht's. Ich glaube, wir sind ja auch noch... Lanze überschreitet das Einsatzgewicht. Ach so. Das kommt auch noch dazu. Hä? Einsatzgewicht im Ernst? Scheiße, ich muss den nehmen. Na gut. Das komisch Einsatzgewicht. Das blockiert echt viel. Okay, das ist erstmal, was ich nicht so toll finde. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht öfter im Weg stehen. Aber das ist ein Einzelspielerspiel. Und ich hoffe, sowas kann gemoddet werden. Attention. Prepare for Battlemax departure. Hangar doors opening. Und los geht's. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Wir sind immer noch am gleichen Planeten. Okay, Commander. We know very little about these raiders' overall strength or sheer numbers. So keep a sharp lookout for enemy units on your approach to that settlement. Copy that. La Paloma, oh hey. Mal das Wasser aufwärmen hier.
Jump jet fuel low. Jump jet fuel empty. Oh, hier gibt's schön viel Deckung. Oh, ich hab meine Füße. Guck mal. Ich hab jetzt schon... Alter, okay. Ich darf gar nicht so hochspringen, ohne zu bremsen. Ist nicht so gut. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ein Wunder, dass ich die letzte Mission überhaupt überlebt habe. There's the settlement up ahead, Commander. Looks like the Raiders have already begun their attack. Get in there and protect those civilians. Ach so, okay, dann darf ich jetzt hier nicht alles platt laufen. Please help us. The Raiders are attacking our settlement. There are women and children here. Rihanna, something's interfering with my sensors. Wollte gerade sagen. I think the Raiders have set up some sort of jamming device nearby. I'll see if I can locate it. Scheiße. Komm her, du Lappen. Scheiße. Ach, Gott sei Dank. Okay. Hat sie gesagt, wo sie das findet? Für mich? Okay, da kommen die nächsten. Nächster Freundchen. Bitte nicht in die Gebäude stürzen! Oh, na toll! Ach, ich glaube, das hat keinen Schaden gemacht. Was sind die nächsten? Oh. Ich hab noch Hände, aber da ist nichts drin, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Ups, Entschuldigung. Ups, Scheiße. Oh, Scheiße! Passiert. Okay, der ist hinüber. Ist der da hinten? Der Device. Der ist ein Panzer. Zwei. Commander, the settlement is taking significant damage. You need to clear out these raiders. Now. Okay. Ich glaube, hinter mir ist auch noch was am Ballern. Scheiße. Oh Mann, viel haben wir aber nicht mehr. Nice work. These civilians are safe for the moment. Oh Gott, hier waren überall Baracken. It appears the Raiders aren't done causing trouble just yet. They're headed for the company's main processing facility on the other side of the mountain. You need to get there and thwart that attack, Commander. Understood. Toll, dieser blöde Wackelsensor, den wir unbedingt wegkriegen müssen. Irgendwo steht der. Der Wackelsensor. Jetzt ein paar Raketen oder so. Ja, schade, dass ich nicht den Centurion nehmen konnte. Gut, vielleicht sind die Missionen am Anfang extra darauf zugeschnitten, aber schade ist das schon. Ich meine, ich kann auch selber entscheiden, wie viel Tonnage ich mitnehme oder nicht. That's not of my business. The jamming device the Raiders set up is at the top of this pass, Commander. You're going to have to manage as best you can until you're able to take it out. Ich mach das zuerst weg, weil sonst habe ich echt Probleme. Oh shit.
Target acquired. Komm schon, komm schon. Okay. Ah. Jamming device eliminated. Your sensors should have cleared up. Yeah, much better. Your onboard radar should also be operational now. You'll be able to detect enemies at a significant distance. Just in time, too. That mining facility is getting hit hard, Commander. Oh, shit! Oder waren echt viele rote Punkte. Müssen echt aufpassen. Ich beeile mich ja schon. La Paloma, ohe. Ich laufe vorwärts geschwind und vorweg, oje. Das ist toll, oh ja, das ist so prima. Ich will doch nur den Centurion benutzen. Gib mir doch einen Mac-Freund. Dann kann ich hier rumlatschen und fröhlich sein. Oh, da geht's los. Gut, okay. Schade, dass er nicht steht, außer Reichweite. Steht da 270 Meter, okay. Destroy those radar units. Roger that. You made it. We need your help. The raiders are trying to destroy our facility. What's this? It's all we have. Commander, the mining facility can't take much more damage and still remain operational. You need to eliminate the raider threat. Jump jet fuel low. Oh. Jump jet fuel empty. Oh, das tut mir leid. Tut mir leid, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ich hoffe, da wohnt keiner. Entschuldigung, Entschuldigung! Das ist der nächste. Halt, bremsen. Nein, das tut mir leid! Oh. Alter, von dieser Facility ist sowieso nichts mehr übrig. Aua. Oh, ich hab den Felsen durchschossen. Einfach mal hier durch, wo schon kaputte Gebäude sind. First Person ist auf jeden Fall cooler, aber ich sehe auch Third Person einfach mehr. Ob ich gegen Gebäude trete oder so. Toll. Wow, wow, wow. Oh, shit. Jump jet fuel low. Target acquired. Target destroyed. Oh, das tut mir leid. Habe ich den Flügel weggeballert? Vollgas. Ich habe keine Zeit, mir die Crashs anzugucken. Mach's gut, Hufschraubi. Ich will auch einen haben. Ach, das gibt's doch nicht. Woher komme ich auch nicht?
That should make the mining company happy. Prepare for exfil. I'm on my way. Yeah. Hey, ich will zum Exfiltrationspunkt laufen. Oh. Na gut, einerseits muss man das auch nicht immer machen. Cool. That was very nice. Ja. So, wir machen noch ein, zwei Minütchen. Du hast einen Rang. Yeah, unbekannt. Dein Ruf in einer Sphäre wächst. Ich bin unbekannt. Mein Ruf wächst. Drei-Wetter-Ruf. Ah, AK 5BF. Was ist nochmal ein AK? Ich bräuchte nochmal den vollen Namen. Das sind die Kurzdinger. Ich glaube, das ist Large Laser, Maschinengewehr. Wir nehmen mal einfach nach Wert sortieren. Zack. Ganz viele AKs. Oder noch Long Range. Ich weiß, dass das Raketen sind. AKBF 5. Wir nehmen noch einen Large Laser mit. Okay. Wie günstig die Laser sind, ne? Level hoch, Level hoch, Level hoch. Das bin ich. Erhöhter Schaden durch ballistische Waffen. Ach so, okay. Major Ryan Campbell. Hervorragende Arbeit. Angreifer, bla bla bla. Unmittelbare Bedrohung. So, C-Noten. Credits-Noten. So, dann sprechen wir mit ihr. Ich bin dann gespannt, ob wir jetzt mal... Ich brauche auf jeden Fall einen Piloten. Das ist das, was wir brauchen. Commander, it turns out the bastards who attacked us and who have set up the blockade are a mercenary outfit by the name of Black Inferno. Unfortunately, that's about all we know at the moment. Spears and I will try to dig up more information if we can. The time will come when we can extract some proper vengeance. But right now, we have more pressing concerns. Inferno forces are closing in on our location. That means we only have a small window in which to fulfill our obligations to the mining company and haul ass out of here. The company wants us to take down the raiders for good by destroying their base of operations. Once that's done, they'll arrange passage for us aboard the inbound jump ship. I've detailed the mission briefing and it's waiting for your sign-off. You're free to launch whenever you're ready, Commander. Okay, das ist jetzt noch ich glaube, das ist noch eine Mission, bis wir dann ganz frei sind, ne, glaube ich. Jetzt ist die Frage, jetzt gucken wir erstmal, wie die Maximaltonnage ist. Also ich muss jetzt mal alles in Reparaturauftrag geben, sonst... Oder machen wir jetzt mal. Es sind 4M-Laser, sonst haben wir da gar nichts. Panzerung entfernen. Alles reparieren. Markt. Haben die nochmal verschiedene Stufen, lol. Ah, das ist doch schon mal besser. Wo haben wir denn unser Dingensbummens? Torso. Ah, guck. Okay, gut, alles klar. Wir gehen wieder zurück. Das ist solide, wir bleiben so. Damit kann ich jetzt arbeiten, ich will das jetzt nicht ändern. Und bei dem bleiben wir auch erstmal so. Abzug, Centurion ist bereit. Abzug, was ist das denn hier? Ah. Alles klar. Auftrag. Dingensbummens. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen das nächste Folge weiter. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Bis zur nächsten Folge, MechWarrior 5 Mercenaries.